Weil dann speichert er ja. Hoffentlich. Ja, speichert. So, ich gehe jetzt mal raus. Mein einen haben wir mit der Axt auf den Kopf gehauen. Der müsste ja rein theoretisch sterben, ne? Wenn man jetzt den Gesetzen der Physik traut, müsste dieser Wolf hier jetzt tot sein, ja? Und irgendwo hier liegen. Und da liegt der andere. Ja, da steht. Ah, da liegt er doch. Ja, jetzt steht er aber der andere, ne? Ist das Problem. Ich hab Feuer, ne? Der andere ist abgehauen. Egal. Wolfkadaver. Bevor ich das mache, erstmal verbinden. Alter, wie viele Wölfe sind hier? Okay, dann machen wir es so. So. Antiseptikum, Wolfsbiss, linkes Bein. Verband machen. Ich habe keinen Stoff. Okay, müssen irgendwas kaputt machen. Irgendwas hier übrig. Vergessen, wenn man die Ding auseinanderreißt, dann ist man ja eh tot. Okay. Aber wir haben drei Wolf-Angriffe und lebt im letzten Spielstand. Okay, also machen wir so mal. Wir gehen dann vorne raus. Mit der Fackel. In the hand, nein. Fackel, Fackel. So, die machen wir dann an. So mit dem Wolf zu dingsen. Und mal gucken. Boah, okay, der war direkt vor der Tür, wie es scheint. Oh. Ja, diesmal haben wir uns nicht so viel an Schaden getan. Stirbt er jetzt oder? Der rennt weg, der rennt weg, der rennt weg, der rennt weg. Okay, der rennt ganz weit weg. So, wir haben Infektionsrisiko. Weißt du, was ich mache? Ein ganz kleines Feuer, weil, wenn man, wie immer merken, weil wenn man Kadaver aushebt, macht immer ein Feuer nebenbei, weil dies könnt hört very much. Bevor ich das mache, wäre sehr schlau, wenn ich auch Feuerholz da hinzufüge. So, der andere. Keine Ahnung, was mit dem anderen Wolf passiert ist. Ja, der eine Wolf ist tot, also hier jetzt Feuer machen. Hat doch gut geklappt. Sind zwar nur fast tot, aber es hat geklappt. Es hat geklappt. So. Und hier ist Feuer. Feuertonne hier in dem Lampenmüll. Voll verschwenderisch damit, aber egal.
Dann also den Rest des Tages dann verbringen. Zu kochen und dann den Rest, wie heißt es? Die Nacht dann verpennen und dann ist man halt eben schon geheilt. Soweit ich weiß. Aber die Vollständigkeit aber auf jeden Fall einigermaßen. Wenn dann morgen noch, oder wenn nachher dann noch, oder wir gehen einfach gleich los. Mal gucken, ja, Tim. Glaube, ich kann noch durchlaufen bis zur Granny. Ihr davon berichten und dann, ja. Auf so ein Steak hätte ich es auch, ey. Mann. Ich spiel mal halt wirklich hungrig. Keine Ahnung wieso, aber es macht einen hungrig. So, wir schlafen eine Stunde. Damit sich speichert. So. Ich da gerade ein Dings gesehen? Nee, das kann man nicht aufheben. Der Angriff direkt 2 Sekunden raus und pfft. Wie witzig ist ein Wolf im Menschen ja umspringen, also umstoßen kann. Also kann er ja, ist ja klar, den schönen Power hinter, ne? Der eine ist da hochgelatscht, also wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht sterben die auch da, wo dann die spawnen später. Solange mir nicht auf den Sack gehen, ist alles okay. Einfach mal zweimal am Hals angegriffen werden und das überleben. Da muss mal das, wenn du das überlebst, ne, dann kannst du sagen, Alter, ich wurde vom Wolf im Hals gebissen. What the f? Alter! Scheiß Köter, Alter, schreck mich nicht so. Alter, Alter, nix, hier nicht gesehen, kein Geräusch, aber direkt angesprungen worden, Alter. Boah. Sind wir verletzt? Nee, ne? Ach, zum Glück nicht. Also, ich schlafe jetzt einfach 12 Stunden oder so. So. Ein Spiel gibt mir Herzinfarkt, Alter. Ist es dunkel genug? Es wird gerade Tag. Wir haben kein Wasser mehr. So, draußen wird es jetzt langsam hell werden. Ich hoffe, der Wolf ist jetzt nicht hier direkt vor der Tür. Er ist gerade umgekippt. Er ist gerade umgefallen. Ich hab's gehört. Oder auch nicht. Ach, da hinten ist ein Wolf und der nagt, glaube ich, gerade von seinen Kollegen ab. Ja, den werfe ich jetzt mit dem Stein. Nee, ist ein Reh. Was er sich gezogen hat. Ich will auch was haben vom Reh, du Sack. Aber der ignoriert es einfach eiskalt. Ich ihn verscheuchen kann. Einfach das Ding in die Fresse werfen. Unterkühlung, Unterkühlung, ouch. Das zieht. So. Bei der Omi ist es ja immer warm. Your friend. No sign of her.
tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Oh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. But my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. So. Mal, ich trinke jetzt ein Käffchen. Und dann machen wir mal Wasser auftauen. So, Greymother, Vertrauen. Worüber möchtest du reden? Was kann ich dir noch geben? Ein Stock hier, nimm. Dosen einfach gebe ich dir nicht. Auch wenn das 25 Punkte sind, dann gebe ich auch nicht. Geschmackloses Reh. Und noch einmal Reh. Schnee schmelzen, 2 Liter. 2 Liter. Wasser. Story. Lauf mir wirklich aus, Rumfremder. Okay, jetzt warten wir einfach mal. So, ich spiel mal Karten. Bisschen solitär spielen, so. Okay. Too much stuff to carry. So, wir haben, Alter. So viel Holz. Das war's eigentlich. Ach ne, hier, noch Pelze und so was kann ich abwerfen. Wenn ich keine Werkbank habe, kann ich eh schlecht was damit anfangen. Wäre auch geil, wenn die Oma hier noch eine Werkbank im Keller hat oder sowas. Boah, das wäre so ein richtig geiles Haus. Ablegen. Wolfspelz, weg damit, frischer Darm. Und der auch. Hat die hier immer, mal gucken hier im Haus. Hat die hier irgendwie einen Keller? Nee, ne? Stuhl, Schrank, Karton und bla bla bla. Aber nee, sieht nicht aus, als hier ein Keller. I can't be here anymore. My friend is out there and she needs my help. Please, tell me how to find her and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank, you'll find the answers. Now go. Krank? Du wirkst abgelenkt, müde. Geht's dir gut?
Ich bin alt, in meinen Verschweif meine Gedanken ab, Fremder. Reisen zu fernen Orten, anderen Seiten. Ich denke an sie, so kalt und einsam. Sprichst du von meiner Freundin? Sie hätten ihr helfen sollen. Bus. Sie war da, am Bus, da bin ich mir sicher. Hast du das Gefühl, dass sie dort vorbeigekommen ist? Ich glaube, sie hat mir ein Zeichen hinterlassen. Ein Wort. Ausdauer. Merkwürdig. Warum sollte sie so etwas schreiben? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte sie mich wissen lassen, dass sie nicht aufgibt. Oder dich daran erinnern, es nicht zu tun. Da musst du auch mehr hinterher schenken. Warum? Weil du ihr so wichtig bist? Nein, weil sie es mit ihrem eigenen Blut geschrieben hat. Ganz im Norden gibt es eine Stadt namens Ausdauermüde. Vielleicht sollte sie dir den Weg zeigen. Warte. Ausdauermüde? Wie komme ich da hin? Es gibt keinen Weg. Vielleicht mit dem Auto, aber zu Fuß? Zumindest keinen Weg, den die graue Mutter kennt. Bauernhof. Du hast einen Bauernhof erwähnt. Ja, auf der anderen Seite der Stadt. Der alte Barker-Bauernhof. Barker? Ja, ein Lügner und ein Dieb. Okay. Du wirst schon sehen. Was hat da Gewehre und so? Bank. Erzähl mir mehr über diese Bank. Eine Bank vom Festland. Hat nie hierher gehört. Normalerweise sind Banken gut gesichert. Ich bezweifle, dass die da reinkommen. Die Filiale wurde schon vor Jahren geschlossen. Der Zusammenbruch hat uns alles geraubt. Was macht ihr da mit dem Geld? Einige uns verwenden es noch als alte Papier oder treiben Tauschhandel. Ich habe schon seit Jahren kein Papiergeld mehr gesehen. Bist du sicher, dass es den Banken etwas von Wert gibt? Du stellst Fragen, statt nach Antworten zu suchen. Und jetzt geh und beschaff mir das Schließfach. Dann wird dir alles klar werden. Mehr? Nee, abgeschlossen. I see what I can find. Oh, ein Bug gefunden. Alter, was ist mit deinem Bauch los, Alter? Sperr das Ding mal ein, ey. Oh, ich krieg gerade WhatsApp-Nachrichten. Okay. Okay. Ich antworte da später drauf. Katharina. Oh, jetzt hört ihr, wie ich hier meine. Okay. Okay, wir müssen also zum Bauernhof. Navigation. Wir sind, was sind denn hier? Die graue Mutter. Die graue Mutter. Bauernhof von Paradiesauen. Also wir müssen geradeaus durch. Da ist ein Wolf. Ich lese mal kurz das Tagebuch. So, die graue Mutter. Der grauen Mutter wurde ein kostbarer Gegenstand gestohlen. Finde ihn und bring ihn ihr zurück. Durchsuche das Bauernhaus von Milton nach einem Bankschließfachschlüssel. Nimm den Inhalt aus dem Bankschließfach und bringe ihn der grauen Mutter zurück. Okay. Boah, ich weiß nicht, man sollte die Map einfach mal im Sommer spielen können. Vielleicht später, wenn man... Das wäre cool. Wenn man das hier alles durch hat mit der Story und dann später die Stadt wieder aufgebaut sieht. Im Sommer. Wie der Fluss fließt und alles. Boah, wäre geil, wenn man die ganzen Strohballen auseinandernehmen könnte. Ne, kann man leider nicht. Wäre auch ein bisschen viel. Was ist denn hier? Nix. Und ein altes Silo. Scheiße. Ich habe keine Fackel. Ich habe keine. Ich habe keine Sachen für eine Fackel. Okay, tschüss. Lass mich doch in Ruhe. Alter, ich hab keinen Bock auf dich. Tschüss. Die Bäume wurden mit Brettern gestützt. Immerhin eine schlaue Art, es zu machen. Bauernhof von Paradiesauen. Oh.
Ein Wolf! Oh mein Gott, das ist ein Fetter! Oh, Alter, ich hab nur das gehört. Und dachte eigentlich erstmal, vielleicht ist es, hey, Kaninchen kann es ja nicht sein und so, ne? Alter, scheiß Köter, ey. Weiß ich, sind 5000 Kaninchen. Nein, er greift den großen Typen an. Eine Werkbank, eine Schlinge. Schlingen. Stelle Fallen auf. Wende deine Energie auf, um Kaninchen zu jagen und mit Steinen zu betäuben. Eine langfristige Methode sind Schlingen. Halte nach Orten Ausschau, an denen sich viele Kaninchen aufhalten und lege eine Schlinge in der Nähe aus. Prüfe sie täglich. Mit etwas Glück fängst du eins. Erhöhe deine Chancen, indem du mehrere Schlingen auslegst. Gut gepflegte Fallen versorgen dich dauerhaft mit Nahrung. Sie locken allerdings auch andere Tiere an. Okay, wir haben eine Schlinge gefunden. Blaupausen! Schlinge, wir können das Schlingen herstellen, oder was? Getrockneter Darm und Altholz. Ein zweites Beil. Zedernholz! Ey, wieso könnte es. Ach, hier. Schublade öffnen. So. Lampenöl. Verband. Ich brauche kein Verband, ne? Weil, nee. Ihr seht ja nicht an. Ja, wir haben keine Leiden, zum Glück. Ein fetter Boiler. Oh ne, Wasserboiler, ne? What? What? Holy shit. Ach so, die Leiche. Dachte schon, hä? Schließkassettenschlüssel. Nein, Schließkassettenschlüssel, den du auf dem Bauernhof von Milton gefunden hast. Ja, den wir brauchen, wie es scheint. Alter, eine halbe Stunde und einen Karton auseinanderzunehmen. Was für ein Lappen. Sorry, aber. So, Blaupausen. Wir können hier nur das machen bis jetzt. Eine Schlinge. Geiler Traktor. Traktor. So. Ey, Kiste, so. Wie gut, schrägstrich, wie schlecht ist denn die andere? Oh, 81. Gut, dann können wir die hier kaputt machen. Oder zum Kämpfen nehmen. Oder keine Ahnung, wie das getimt ist. Das ist ein Schlüssel. Schlüssel ist aber auch noch ein paar. Ah, okay. Ey, ich sag das zum ersten Mal, dass der Motor nicht angehen will, ne? Also, er spricht wenigstens mal. Bezüglich der Autos was an, ne? So, jetzt können wir in den Bauernhof rein. Was ist, solange wir hier sind, packe ich mal die Schlinge aus. Lageraktion, Schlinge. So. Weil ich sehe hier so viele Sachen. Ich gehe von aus, ich werde ein bisschen im Bauernhofhaus bleiben. Boah, es wäre so schön, wenn da ein Gewehr drin ist. Verdammt! Ich hab's zu spät gesehen. Ich hab's zu spät bemerkt. Ich dachte mir so, geil, jetzt kannst du schön Holz hacken. Nee, ne, muss ich es alles aber von vorne machen. Man hat dann, mal gucken. Wahrscheinlich wache ich wahrscheinlich wieder im Dings auf. Aber bei der Oma, ey. Oh, nö. Alter, wie es aussieht. Scheiße, ey. Sorry, ey, das ist my bad, Alter. Das ist so scheiße gelaufen gerade. Kann ich gegen die ganzen Wölfe wieder kämpfen? Das ist schön. Okay, jetzt laufen wir da hinten schnell hin. Okay. Verdammt, Alter. Psst, leb weg. Weggefroren. Vorhin. Naja, okay, wäre ja blöd, wenn man einstellen würde. Das war ja früher, glaube ich, so, dass wenn du unter 10% bist, sagst du, bist du schwach, um jetzt Holz zu hacken. Oder jetzt zu kalt, um Holz zu hacken, ne? Und denkt man sich auch so, ja geil, ich hab da Holz und kann da nicht anzünden, weil ich zu schwach bin, irgendeine Warnung wäre auch cool. Ach, egal, eine Warnung nicht, das ist ja long, da man soll ja halt eben mit den Konsequenzen leben.
Keine Ahnung, ob das alles nochmal random ist oder nicht, weil da, was war, wir haben da nichts gefunden, genau. Oder? Diesmal mache ich eine Fackel. Wenn ich eine machen kann. Ich brauche Stoff. Haben wir irgendwas Überflüssiges dabei? Ne, ne? Ja, doch das hier. Alter. Okay, sieht zwar bescheuert aus, aber... Why not? Dann mal die mal kaputt. So. Und eine Fackel. Die nehme ich jetzt in die Hand. Und wenn jetzt ein Wolf kommt, dann wird er abgefackelt. Verstehst du? Hä? Fackel und abfackeln. Leider ist hier nichts. Also hier ist wirklich nichts, was du irgendwie nutzen kannst. Nicht mal eine Krähenfeder oder irgendwas aufsammelbar. Collectible, ne? Leider. Zu windig, ja super. Ja super. Bin ich deppert. Scheiß Köter. Geil, wenn das Ding ausgeht. Ist für windig, um eine Fackel anzumachen. Kann ich mal hier in der Windstille stehen?